Hallihallo, Hallöchen, hier ist wieder euer Bloody Blood Dragon. Und zwar diesmal in einer, nicht einen, sondern einer unerwarteten Wendung. Und zwar, wie ihr seht, gibt es wieder einen Minecraft-Server. Tja, wieder mal das Blood Dragon Team natürlich. Es ist wieder herzlich willkommen von den Leuten, zurzeit auf 5 Mann gestellt. Und wie ihr schon seht, ist das eine ganz andere Version. Und zwar ist es die 1.7.10 Direwolf 20 Version. Und zwar habe ich dies auf unseren Root-Server geladen und habe es komischerweise auch zum Laufen gekriegt. Und ich möchte euch nur damit sagen, dass es wieder Minecraft-Folgen geben wird. Wir können ja mal joinen. Nur kurz noch Start drücken, weil allzu lange Video kann ich ja Zeit nicht aufnehmen. Zumindest aufnehmen schon. Nur hochladen wird es halt wieder schwierig, beziehungsweise länger als 15 Minuten ist nicht. Und wie ihr seht, es gibt sogar eine Datumsanzeige: 12.11.2014, 21:30 Uhr. Also wisst ihr genau, wann ich hier angefangen habe, diesen Server drauf zu joinen. Und ihr seht dann sozusagen immer, wenn das erscheinen sollte, wie sozusagen gerade der Stand der Dinge ist. Ja, wie gesagt, es wird ein Minecraft wieder geben bei mir auf dem Kanal und auch die ganzen anderen habe ich nicht vergessen, also meine ganzen anderen Videos habe ich nicht vergessen. Nur zurzeit ist, wie gesagt, etwas schwierig für mich, die ganzen Sachen also zu machen, sprich jetzt längere Videos als 15 Minuten online zu kriegen. Weil genau vor ein paar Monaten jemand gedacht hatte, mein allererstes Video, was ich hier damals hochgeladen habe, zur Minecraft Forge Installation, ich weiß gar nicht, ich glaube 1.3.2 war das damals, wie man Minecraft Forge installiert, hat irgendjemand gemeint, das ist nicht mehr zeitgemäß. In demzufolge hat sich einige bei YouTube beschwert und ja, da habe ich eine Sperre bekommen, sozusagen. Und deswegen kann ich zurzeit auch bis zum Januar, als 6 Monate Sperre gekriegt, bis zum Januar keine längeren Videos mehr hochladen. Also hochladen schon, aber die werden nicht online gestellt. Und demzufolge, ja. Aber zumindest wisst ihr schon mal, warum das Video vielleicht Minecraft-Videos nicht ganz so lange sein werden oder dann halt so oft geteilt wurden. Oder dann ihr an einer interessanten Stelle dann denkt, oh, muss warten bis zum nächsten Mal. Jupp, müsst ihr warten. Gut, soviel dazu. Als nächstes, wie gesagt, habt ihr schon gesehen, es ist die 1.7.10er Version, also nicht die 1.8er, die neueste, sondern die 1.7.10er Version, die letzte. Und ja, auf dem Server läuft doch ganz gut. Wie ihr seht, Biomes Aplenty hat es sogar geladen auf dem Server, also die Welt kreiert mit Biomes Aplenty, das ist schon mal richtig gut. Ist schon mal ein Riesenvorteil, macht mir richtig Spaß, ist also zumindest gleich mal richtig geil wieder. Und soviel ich weiß, tut sich das Modpack automatisch aktualisieren. Das ist auch schon mal viel wert. So, währenddessen ich hier mal ein bisschen was herstellen werde. Ja, so viel schon mal dazu. Gut. Und was kriegt ihr alles so schön zu sehen? Ja, wie ihr es mir eben gewohnt seid, gibt von mir natürlich auch die stinknormalen Sachen zu sehen. Vielleicht ein paar Computercraft-Sachen, je nachdem, schauen wir mal. Vielleicht ein paar ideenreiche Sachen. Ich werde auch versuchen, ein paar Tutorials hier mitzumachen, euch vieles zu erklären. Und vielleicht spiele ich ja auch nicht ganz so sehr alleine. Schauen wir mal. So. Morpheus sieht es auch mit drauf, ist als mindestens von Direwolf 20 so eingestellt worden, von Defeat the Beast Team, dass man sich nicht gleich verwandeln tut. Ist auch schon mal viel wert. Und Open Blocks ist dabei, Materials in You, Volume 1. Das ist natürlich hier wieder Dingers Construct. Sein ganzes Modpack, wie gesagt, von 1.7.10 ist hier aktiv. Ja, was es genau ist, könnt ihr mal bei Defeat the Beast sozusagen mal nachschauen. Ich freue mich zumindest riesig drauf, weil das genau, wie gesagt, diesmal das Modpack mein Geschmack ist und ich auch endlich mal geschafft habe, es zu starten. Soviel ich weiß, tut sich das alles automatisch aktualisieren. Das ist schon mal viel wert.
immer beim Serverstart sozusagen tut es aktualisieren. Ich werde es dann sehen, wenn Aktualisierung ist beim, wenn ich jetzt das Spiel selber starte von Dial of 20, weil dann ist halt automatisch Update ist ja drin. Ja. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch überraschen lassen, wenn es denn Videos gibt. Ich werde versuchen, eine Zeit reinzukriegen. Es ist für mich echt zurzeit echt nicht einfach. Genau wie mit Farming Simulator. Ist zurzeit echt nicht einfach bei mir, das auf ein Zeitlimit zu kriegen. Also, wenn ich das machen kann. Ich kann es immer nur abends machen und manchmal bin ich so kaputt noch von der Arbeit. Oder ich möchte einfach mit meiner Frau mal zusammen die Ruhe, also mindestens mal ausspannen, die Ruhe genießen und die ausspannen. Ja, dann eben sitze ich eben mal nicht am Rechner. Ja. Gut. Ja, ein paar kleine Rucklohnhänger habe ich noch. Das hängt aber auf meiner Internetleitung zusammen. Die ist nämlich zurzeit auch nicht gerade so atemberaubend. Ich bin seit einem Anbieterwechsel, habe zwar jetzt keine großen, tja, wie soll ich sagen, also wie es scheint, habe ich dann keine höhere Geschwindigkeit, aber hoffentlich wieder meine normale Geschwindigkeit, um jetzt sozusagen auch wieder normal Minecraft spielen zu können oder so. Also nicht oder so, sondern ja, eben, dass ich es wieder normal machen kann hier. Denn das ist ja im Endeffekt auch kein richtiger Zustand, wenn es hier so ruckelt. Und das hängt diesmal nicht mit dem Rechner zusammen, der ist gut, sondern diesmal hängt es mit der Internetleitung zusammen. Gut, so viel dazu. Ja, ich renne durch die Kante und dann zwar suche ich mir ein schönes Fleckchen, wo ich mich schon niederlassen kann. Erst einmal. Und du nebenbei mal hier so die schönen Sachen betrachten, die es hier gibt. Schauen wir mal, wo man hier hingehen kann. Ja, ihr seht, es sind einiges an Sachen vorhanden. Das Modpack ist ziemlich groß. 130 Mods sind es insgesamt. Viel wert. Und ja, schauen wir mal. Nebenbei ist es auch noch ein kleiner Test für unseren Server selber, ob er denn dann weiterhin auch stabil läuft, wenn sozusagen jetzt noch ein Server aktiv ist. Alleine weil er schon Farming Simulator mit drauf läuft. Und ja, schauen wir mal. Es wird schon wieder dunkel draußen. Interessant. So, umsonst, ja. Ich will hoffen, dass nicht gerade ein Kreativmodus eingeschalten ist. Ist doch, das gefällt mir gar nicht. Creative Survival, genau. So, Survival ist eingestellt. Klingt schon mal gut. Dann können wir hier Inventory Sheet Rezeptmodus, genau. Item-IDs, okay. Gibt es noch, aber im. So viel ich weiß, ist jetzt die Item-ID generell nicht mehr so wichtig. Ja, Weltschaden ist an. Das Ganze läuft auch auf normal. Also vom Spielen her. Nicht auf leicht, nicht auf schwer, sondern auf normal. Ich brauche noch Wolle. Komm mal her hier. So. Ja, umsonst. Ja. Gibt es eigentlich in der Hinsicht nichts weiter Neues? Ja, ich bin hier mal am Gucken. Ach du Gott, es geht schon los. Wo wir uns denn hier mal verkrümeln können. Alleine. Ja. Schauen wir mal. Stu muss mal versuchen, hier drinnen zu verbuddeln. So sicherzustellen. Und zack. So, unten können wir offen lassen. Kann man zumindest erstmal nichts passieren. Gut, ich habe leider nur zwei Wolle. Aber okay. So, ich werde mich dann mal hier einbuddeln. Wie ihr seht, ja, Weiler ist drauf. Und ja, ich könnte mich ja mal ganz kurz hier niederlassen. Und dann könnt ihr euch zumindest mal zeigen, was man denn so schön ist hier. Mods drauf sind. Creative Tabs nennt sich ja mittlerweile und es sind einige. Ich will hoffen, dass es alle, wirklich alle sind, aber ich denke mal schon. Sieht doch ganz gut aus. Open Blocks drauf. Computercraft müsste auch geladen sein. Extra Utilities ist drauf.
Genau, Computercraft. Decorations, Blocks, Ender-IOs drauf, genau. Also es ist alles, wie gesagt, vorhanden. Könnt ihr ja sehen. Und ja, ihr könnt, wie gesagt, ganz gespannt sein, was denn hier draus wird. Gut, so viel dazu. Ich werde mal hier versuchen, vielleicht auch mal ein bisschen Kohle zu finden. Ja, wie gesagt, ich werde ein bisschen was erklären und auch ein bisschen was bauen und je nachdem, wie es natürlich im Endeffekt wird. Gucken wir einfach mal, ne? Versprechen, wie gesagt, konnte ich immer nichts, aber ja, es ist noch kein Meister von mir gefallen und ja, Minecraft ist schon immer mir gelegen. Es war halt nur in Anfangszeiten erstmal ein bisschen zu viel gewesen. So, ich wollte gerade Holzkohle herstellen. Typisch. Wird wieder mal nichts. Okay, weil ich doch hier eine Baumstämme einstecken habe. Gut. Ihr wisst zumindest Bescheid. Ich mache mir mal noch eine Kiste, brauche ich noch nicht machen. Mal sehen, ob ich schon bleibe. Auch denke mal eher weniger, dass ich schon nicht bleibe. Gut. Wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Dann gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Und ja. Ob ich nun meinen geht in euch oder so, das weiß ich schon nicht. Ich werde es bestimmt machen, alleine schon, ja, wenn es langweilig ist. Mal sehen. Ich lasse mir mal was einfallen. Auf alle Fälle freue ich mich schon drauf, die nächsten Folgen. Und doch, wünsche euch noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wie gesagt, das ist die Version 1.7.10. Und wie gesagt, könnt ihr gespannt sein. Ich sage ciao, ciao, euer Bloody Bloodwagon. Bye, bye.